1. So, herzlich willkommen, liebe Leute. Nach technischen Problemen haben wir es dann doch geschafft, hier weiterzumachen. Wie ihr seht, neuer Tag ist angebrochen. Es ist bärzig. Da drüben beim Gacki das Unkraut, das macht noch Party oder sowas. Und ich bringe jetzt mal hier ein bisschen Hafer aus, weil Hafer ist toll. Und ich weiß nicht, ich glaube, der Gacki hat gesagt, er will hier mit seinem Party-Unkraut irgendwas machen, aber das kann er uns bestimmt gleich selbst erzählen. Ja, hallo erstmal. Nee, das Party-Unkraut, das machen wir später. Ich muss jetzt erst noch mal kurz was nachschauen, ob ich da auch richtig bin. Ja, wir gehen jetzt ins Zuckerrohr. Oh, der Gacki macht Zuckerrohr. Ja, und ich habe da so einen schönen neuen Mod mit reingenommen. Ein Zuckerrohrpflanzer, der 3 Meter Arbeitsbreite hat. Man könnte ihn auch auf unrealistische 6, 8 oder 11 Meter machen, aber das machen wir nicht. 3 Meter reichen. Reifen brauchen wir nicht. Zusätzliche Düngemitteltanks. Sieht auch gut aus. Hauptfarbe. Ja. Wir mieten zwar nur, aber wir machen trotzdem eine schöne Farbe dran. So. So. Was kostet uns das Ganze? 3000 Euro. Das ist, 3000 Euro ist günstig. Ja, würde 62,2 im Kauf kosten. Ja, so. Wir machen es so. Jetzt gucken wir mal. Das Schöne ist, der Pflanzer hat 24.000 Liter Tankkapazität. Da kann man schon ein bisschen was mit machen. Auf jeden Fall. Also ich hatte ja, glaube ich, ausgerechnet, für das Feld brauche ich irgendwas in die 30.000. Jo. So irgendwie was. Gucken wir mal. Zuckerrohr. Oh, bin mal gespannt, wenn jetzt dann gleich vorbeifährt hier. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13. Ja, 14 Paletten müssen reichen. Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Ich glaube nicht, dass ich da bei dir irgendwo vorbeikomme. Wolltest du nicht bei deinem Kartoffelfeld anpflanzen? Ja. Bist du da unten irgendwo? Ja. Okay. Achso, oh. Nee, warte mal. Doch, nee. Doch. Ja, da drüben. Da drüben ist doch dein Kartoffelacker. Beim Sägewerk. Was, beim Sägewerk? Ja, da unten hinter... Was ist das Feld? 45, 46, da unten das. Ja, da wo deine Kartoffelfabriken stehen. Ja. Ja, das Sägewerk ist aber auf der anderen Seite von der Karte. Das ist nein, da mein oder meine Schreinerei oder wie auch ach immer so, das Ding heißt. Ach so, ja, ach so, ja, stimmt. Mein privates Ding. Ach, das Sägewerk, ne? Ich meine, wenn du mal so weit gekommen bist, ne, dann... Fakt. Hui. Ja. Was denn? Naja, ich musste gerade einen kleinen Niesanfall überstehen. Oh, okay. Zum Glück noch rechtzeitig an den Mute-Button am Mikrofon gekommen. Sonst wären hier wieder irgendwelche Leute von den Stühlen gefallen. Naja, kann man mal machen. So. Oh, das ist... Also das ist der immer hier bummt. Oh Mann. Wer bummt immer? Na, irgendwie der... Hey, für das Zeug. Ja, es ist... Ich höre Geräusche. Ja gut, Gacki. Das ist völlig normal. So, warte mal, habe ich den Acker, da habe ich doch schon einmal gedüngt da unten. Ist die Frage, düngen wir gleich nochmal mit? Ich meine, wir kommen am Hof vorbei, Geld haben wir. Ich habe auch Geld, viel zu viel. Mach ich denn mit dem Geld?
Ja, nee, dann schmeißen wir da gleich noch Dünger rein. Dann bin ich mal gespannt, wie weit ich jetzt dann mit der Ladung hier komme. Wir können mal. Oha. So. Ach nee, warte. Ach genau, wir wollten auch tanken. Oha. Jackie, ich habe Ja. Dinge getan. Ja. Ich habe meinen Kredit auf unter eine halbe Million runter. Oha. Es ist gut. Und ich habe noch ein bisschen Geld auf dem Konto. Das ist noch besser. Und, oh Gott, es ist ja März, muss man da nicht schon wieder irgendwie Wolle oder sowas verkaufen? März oder April, so um den Dreh, glaube ich, war da was. Das ist ja wild. Wieso ist bei Alles. meiner Halle das Tor offen? Das ist auch nicht gesund. Ja, weil da die Verbrecher drin waren, die haben dir die Reifen geklaut. Also. So, 1840 Liter Dünger. Okay. Oh, dann tanken wir jetzt noch. Ruckel, ruckel. Ja, den hatte ich aber auch. Dann gucken wir mal, wie wir das Zuckerrohr hier in den Boden bekommen. Wo ist denn jetzt der Kaki da mit seiner Ja, Maschine? ich bin noch am Tanken. Was, hä? Bis du irgendwie 24.000 Liter in Kisten aufgeladen hast, das dauert auch seine Zeit. Und jetzt bin ich am Hof und bin gerade an meiner Tankstelle und habe Diesel getankt Mache ich und mit Dünger. einer Hand, schmeiße ich die hoch und dann beim Hochschmeißen fliegen die alle rein und die Kisten auf der anderen Seite wieder runter und bleiben übereinander sauber gestapelt stehen. Der Witz ist, das könnte ich sogar machen, weil in Easy Development Tools ist der starke Bauer mit verbaut. Ah, guck mal, guck mal, ich bin so frei und fahre sogar einmal bei dir direkt vorbei. Ich passe sogar durch. Es sieht jetzt aber nicht sonderlich spektakulär aus. Ja. Mach mal deine Partybeleuchtung aus. Hier. Leuchtet ja wie Weihnachtsbaum. Weihnachten ist vorbei, es ist März. Ist noch vor 7 Uhr, da braucht man noch Licht. Energiesparen, Gacki. So, ich lasse die mal hier kurz stehen und dann nicht mal ein bisschen schneller. Ich habe ja Angst, das Ding anzumachen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich sehr schnell leer sein werde. So, machen wir mal. Drei Geil. Meter. Ja. Mein Headset gerade schon wieder so. Battery low. Nein, tust nicht. Bitte. Du hast keinen Zugang zu diesem Land, hä? Ja, du Wieso? stehst auch noch auf dem anderen Acker drauf. Ja, ich wundere das auch. Wieso kann ich die nicht anschalten? Okay. Ah, okay. Okay. Da passt wohl Ah. noch mehr rein. Nee, 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 nee. Hä, warum ist die denn dann aufgeklappt? Oha, hä, wieso ist denn das weiß? Frag mich hier nicht. Es sieht auf Hä? jeden Fall interessant aus. Was? Das ist eine brasilianische Maschine, das muss so sein. Ich muss gehen. Entschuldigung, ich hab noch was vor.
Was ist das denn? Butter. Ja. Naja. Aber es ist auf jeden Fall richtig. Und der Ich habe Verbrauch keine geht. Ahnung, was der da auf seinem Feld drauf macht. Und ich glaube, es ist für uns alle besser, wenn wir es auch gar nicht wissen wollen. Also, Denn. der Mod ist gut, der ist aus dem Mod-Hub. Den hat Giants getestet, der muss gut sein. Ach so. Nun Ja. ja. Aber ich Vielleicht. muss sagen, das geht eigentlich. Ich habe jetzt für eine Bahn knapp über 1000 Liter gebraucht. Boah. Ich muss nur irgendwie gefühlt 100 Bahnen machen hier. Ja, gut. Ich habe auch so ein paar Bahnen vor mir, Gacki. So ist es ja nicht. Und es fängt auch noch zu regnen an. Ja, aber ich kann auch mal hier noch mal was gucken. Oh oh. Was Oh denn? Ich habe. Man sollte vielleicht nicht auf Ding gehen. Mission. Ich Oh. joine gleich mal kurz in der Folge neu. Oh. Okay. Ging's bei dir? Nein. Hast du auch so einen schwarzen Hintergrund und jetzt geht nichts mehr? Nein, ich aber Aber er zeigt auch nichts ja. mehr an. Ja, kommst du noch raus wieder? Ja. Bei mir, ich hatte nur noch einen schwarzen Hintergrund, auch so verschoben das alles gehabt, aber da ging gar nichts mehr. Also, ich hätte gern wieder den letzten Freitag zurück. Ja. Ich meine, wir waren jetzt mal ein paar Freitage wirklich ohne technische Probleme belastet und das kriegen wir, glaube ich, heute alles auf einmal serviert. Ja, das Problem ist nur, ich werde, glaube ich, dann gleich nach der Folge noch mal Server gucken, neu dass. starten. Nee, es kann sein, dass der durch den die eine Mission vielleicht irgendwo jetzt. Nee, ich wollte schon wieder raufgucken. Nee, ich mach's nicht. Ich hab Angst. Ja, aber bei mir wird es ja auch nicht richtig angezeigt. Ja, da ist irgendwo die Mission, hat's da irgendwas zerhauen. Und hallo Kesu. Ja, vielleicht doch mal den Server neu starten, Ja, ich muss eventuell muss ich die Mission händisch aus dem Safe Game löschen. Ja, werden wir gleich mal nach der Folge gucken, was dann passiert. Oh, ich liebe es. Es hat bei mir vorhin auch schon so komisch ausgesehen, aber nur, dass halt nichts drin war. Da war es halt alles leer. Oh. Im letzten Monat, im Februar ging das bei mir noch alles und jetzt eben. Und ich hatte auch irgendwie einen Lua-Fehler gehabt. Maus-Event, hä? Okay. Pfeifelt der Mauswanderer oder was? So irgendwas vermutlich. Oh, kein Platz mehr für Wollpaletten. Hervorragend. Gutes Timing. Ich muss aber erstmal meine Saat in den Boden bringen. Das ist auch wichtig. Holbar. Eine größere Sämaschine wäre mal cool, ne? Ich muss mal was gucken, auch wenn es jetzt während der Folge ist. Ich will mal kurz die Server-Log mir angucken. Die Serverlog ist sauber.
Interessant. Ach ja. So ist das. Kostet so eine neue Sämaschine? Geld. Ja, so. Und wie viel? Drei Geld. Dreigeld? Das sind aber viele Dreigeld hier. Du hast eine 9 Meter, oder? Nee, Ne, 6 sechs. Meter. Die Einzelkorn ist neun. Wollen wir so eine 12er nehmen? Hast du die Pöttinger oder? Nee, du hast die Kuh, ne? Ich glaube, das ist die Kohle, die ich habe, ja. Wo ist er denn? Ja, die ist schneller, die Kuh. Der 2 km/h, die fährt 17 km/h. Die fährt nur 15. Die fährt 18. 18 ist natürlich. 18 und 15 Meter wäre natürlich auch cool. Wir uns die Amazone auslassen? Ich meine, wieso kriege ich jetzt Mietkostenfahrzeuge? Hä? Welches Fahrzeug habe ich denn gemietet? Oder, oh, nee, ich bin in meinem Hof drin. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass das, ich habe ja eben die, das Ding, nee, ich bin bei mir drin. Den Rüben oder Dingsbums habe ich noch. Hä? Ja, dann ist das die, wenn du den Rübenroder noch hast. Den Rüben oder nicht mehr, nur das Anbauteil noch vorne dann. Ja, aber wenn das Ach gemietet so. ist und das ist die Tagesmiete und wenn du es erstmal in den Shop gehst, aktualisiert er das und zeigt das dann an. Habe ich das nicht zurückgegeben? Sehr wild. Wann haben wir Rüben gerodet? Im November? So irgendwie. Da hast aber ein paar Monate dann umsonst bezahlt. Stell dir mal vor, wie reich du jetzt dann schon wärst, wenn du das zurückgegeben hättest. Oh mein Gott, ich wäre Millionär. Ich bräuchte nicht mehr Aber arbeiten. Ich könnte jetzt einfach auf die Karibik auswandern. ja. Schade. Ups, Naja, falsch. gut. Dann wieder. Muss ich wohl noch ein bisschen hier bleiben, Gacki. Oh. Aber es ist gut, dass es jetzt regnet, aber es sät man nicht erst an und dann regnet es irgendwie. War es nicht so? So Regen und Ansehen gleichzeitig ist ja nicht so ganz so geil, oder? Ja, es wäre optimaler, sag ich mal. Ja. Aber Egal. egal, egal. Egal. Oder, oh, ich glaube, ich weiß, woher der Fehler kommt. Woher? Ich müsste mal gucken, ob der eine Motten-Update braucht. Ich habe einen, habe ich den hier mit reingenommen? Ich glaube ja. Es gab nämlich einen neuen Mod. Kalkmission. Und vielleicht haut der den Fehler rein. Das wäre eine Möglichkeit. Der ist zwar So. von demselben Modder wie dieser Better Contracts, aber dass die sich vielleicht irgendwie haken, dass es vielleicht von dem Better Contracts auch noch ein Update gegeben hat. Ja, sonst müssen wir den Kalk-Mission gleich mal rausschmeißen nach der Folge. Das kann sein, ja. Dass der einfach das Missionssystem zerhaut. Das wäre ja ein bisschen uncool. Weil ich dachte, So, Gacki. ja, Ich stell dir mach mal du. deine Sämaschine wieder ab. Mach das. So, bist du schon fertig mit deiner Erzählung? Ich wollte dich da nicht bremsen. Damit noch nicht, aber mit was anderem sind wir fertig. Ja, das weiß ich, das weiß ich. Ja. Aber
Ich fahre jetzt zum Shop und was ich jetzt dort mache, das kriegt ihr erst in der nächsten Folge zu sehen. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Gehabt euch wohl und schalten Sie bald wieder ein. Ja, und während der Andi irgendwelche komischen Sachen am Shop macht, werde ich hier noch ein bisschen weiter ansehen, weil das dauert doch ein bisschen Zeit. Und ja, wenn ihr das Ganze in kompletter Länge mal sehen wollt, Freitagabends auf Twitch, da sind wir live für euch. Einfach mal vorbeigucken und ja, dummes Zeug mit uns machen. Das war's auch von mir. Ich sag tschüss und bis morgen.